Hallo meine Lieben, ich dachte, ups, jetzt kriege ich direkt eine Nachricht hier auf mein Handy. Ich dachte, ich melde mich mal mit einem neuen Vlog. Der letzte hat euch ganz gut gefallen, obwohl er so ultra lang war. Er war ja 47 Minuten 50 oder so, fast 48 Minuten lang. Dieser hier wird kürzer. Ich gebe mir Mühe. Ich gucke mal eben, wer mir da geschrieben hat. Meine Heidi. Okay, gucke ich gleich nach. In diesem Video geht es ein bisschen um Mode. Ich habe nämlich bestellt. Ich war so ein bisschen im Kaufrausch. Ihr werdet also auf jeden Fall Mode von mir zu sehen bekommen. Das erste Paket ist heute angekommen. Von Ulla Popkin habe ich eine Bestellung gemacht. Ich hoffe, die Teile sind schön. Wir probieren sie jetzt gleich mal zusammen an und dann, ja, seht ihr sie. Es sind noch zwei weitere Pakete unterwegs, die jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen kommen und das werde ich dann auch mitfilmen. Und zwar habe ich mir noch einmal Schuhe bestellt und dann nochmal was bei Heine bestellt und das zeige ich euch natürlich auch. Ansonsten, wer sich jetzt für den Make-up-Look hier interessieren sollte, den habe ich auch schon abgefilmt, allerdings ist mein Lippenstift abgegangen. Ich habe das geschminkt heute, das Video heißt Alte Schätze, neuer Look. Wenn ihr dieses Video hier seht, ist das schon online. Und das habe ich mit so einer Milani-Palette geschminkt. Das gefällt mir total gut. Also hat mir heute den ganzen Tag sehr viel Spaß gemacht, dieses Augen-Make-up. Ich hatte aber auf den Lippen einen roten Lippenstift von Urban Decay. Der war ganz toll. Der hat auch einen halben Tag gehalten, bis ich Mittag gegessen habe. Das war ein bisschen, ja, wahrscheinlich zu fettig und so. Da habe ich mir das alles weggeschmatzt, sozusagen. Okay, machen wir das Paket auf und gucken mal, was ich mir bei Ulla Popkin bestellt habe. Da liegt es, das Paket. Und wir gucken jetzt mal gemeinsam rein. Tada, ihr seht schon, es ist nicht so viel, wie vielleicht erwartet. Aber ich habe ein bisschen mehr Geld ausgegeben für drei sehr schöne Teile. Also das ist einmal ein Set. Das ist ein Slinky Top und eine Slinky Hose und eine Jeans. Und das ist was ganz Besonderes, ist nämlich eine Wende-Jeans. Die ist auf der einen Seite wie eine normale Jeans, auf der anderen Seite hat die so ein Ornamentmuster drauf. Schauen wir mal, wie es aussieht. So, hier sind sie nochmal ausgepackt. Also ich muss sagen, der Stoff, dieser Slinky-Stoff hat mich schon immer interessiert. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen bei Ulla Popkin. Ich habe die Sachen übrigens selbst bezahlt. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt hier gesponsert oder irgendwas. Von Selection ist das. Ist auch ein bisschen länger geschnitten. Das ist ein dünner, dehnbarer Stoff, der so ein bisschen schimmert auch. Also ich glaube, das sieht sehr edel aus. Passend dazu die Hose. Und das hier, das meinte ich mit der Jeans. Also die ist von innen komplett mit diesem Muster. Wenn man es umschlägt, dann sieht das natürlich auch mega cool aus, finde ich. Und man kann die eben komplett andersrum tragen. Bin gespannt. Ja, was soll ich sagen? Gewohnte Ulla Popkin Qualität. Super stretchy. Also damit könnt ihr auch Sport machen. Und ja, das gefällt mir gut. Also die hat jetzt hier keine Taschen, wo ich so reingreifen könnte. Ich denke, die sind dann von der anderen Seite vorhanden. Aber so trägt man die eben als normale Jeans mit Umschlag oder halt eben ganz normal. Und das hier ist dann die andersrum Variante. Auch so finde ich die Hose sehr schön. Muster gefällt mir auch sehr gut. Und das ist echt witzig, wie die das gemacht haben mit dem Knopf. Der geht wirklich in beide Richtungen. Hier ist auch wieder keine Tasche drin. Aber Rückentaschen habe ich, glaube ich, auf einer Seite bemerkt. Und ja, der Reißverschluss funktioniert auch in beide Richtungen. Und das ist richtig bequem. Also gefällt mir beides gut. Da hat man zwei Jeans in einer. Nicht schlecht. Das war schon mal eine gute Wahl. So bequem wie die ist, werde ich die auch behalten. Und hier aus der Selection Collection dieses Slinky Top mit Slinky Hose. Und ich muss sagen, es ist mega bequem. Der Stoff ist außergewöhnlich leicht, dünn, trotzdem blickdicht, super dehnbar. Und ich finde, das sieht sehr, sehr elegant aus. Also jetzt auch im Sommer, man hat die Luftigkeit, die Beine sind weit und kann eben offene Schuhe dazu tragen und dann einfach eine Kette dazu kombinieren oder so. Das sieht sehr elegant aus, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man irgendwo eingeladen ist oder sowas. Aber eben auch privat gut zu tragen, weil es eben ja super easy locker ist. Ne? Das gefällt mir total gut. Also das behalte ich auch auf jeden Fall, obwohl das jetzt nicht so super günstig war. Aber ich habe gedacht, lieber Qualität und ein paar Teile weniger. Jetzt nicht 10 Teile hier zeigen, kaufen, im Schrank haben, sondern ein Set einfach, was gut zusammenpasst. Und das Top kann ich auch zu der Jeans anziehen, die ich gerade gezeigt habe. Ich habe viele T-Shirts noch, die ich natürlich auch zu der Jeans kombinieren kann. Und ja, was da noch kommt, ist damit auch, glaube ich, kombinierbar. Und ich bin zufrieden. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hier zeige ich euch das nochmal. Also die Wende-Jeans hat gekostet 59,99 €. Und das Slinky-Top und die Slinky-Hose
69,99 und 79,99. Also günstig war das nicht. Mit Versand habe ich jetzt bezahlt 215 Euro. Aber ich habe so wenig Geld ausgegeben in den letzten 2 Monaten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da habe ich gedacht, das darf ich mir jetzt mal gönnen. Da hat man wieder richtig Lust, auch vor die Tür zu gehen mit so schicken Sachen. Obwohl es ja im Moment alles noch so ein bisschen schwierig ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Und ich bin so jemand, wenn ich so neue Sachen habe, dann muss ich erstmal gucken, wie müssen die gewaschen werden. Gucke ich erstmal nach und dann schneide ich die Schnipsel alle ab. Also alles, was da so dran ist. Und dann kommt es erstmal in die Waschmaschine. Dann wird es erstmal gewaschen, damit es frisch ist und nicht mehr so imprägniert. Ich mag das überhaupt nicht, so ganz neue Klamotten einfach so auf meine Haut zu ziehen. Oh, da schüttelt es mich. Da bin ich, glaube ich, ein Monk. Das kann ich nicht haben. Wie ist das denn bei euch? Macht ihr das? Neue Sachen aufreißen, anhalten, anziehen und direkt damit rausgehen und vielleicht noch ein bisschen Parfüm drauf sprühen? Oder wie macht ihr das? Das riecht doch dann auch nach den Chemikalien, was sie da drauf machen. Also nach der Fabrik irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich mag es auf jeden Fall nicht. Ich finde die Sachen super schön. Ich habe das Slinky Top und die Slinky Hose schon so oft im Visier gehabt. Die haben sowas Slinky-artiges schon länger da in den Katalogen, habe ich das halt immer gesehen, oder auf der Seite von Ulla Popkin. Und habe immer gedacht, boah, nee, das ist immer so teuer, kauf sie jetzt nicht. So, ne? Und dann habe ich mir entweder gar nichts bestellt oder zum Teil eben was anderes dann bestellt. Und ich habe schon lange nicht mehr bestellt bei Ulla Popkin, muss ich sagen. Aber die Jeanshosen sitzen immer sehr gut von denen und überhaupt die Hosen. Das ist immer alles sehr bequem geschnitten und ja, das war jetzt eben schick und bequem. Das hat mir jetzt gut gefallen. Preise habe ich euch gezeigt, 215 Euro habe ich jetzt bezahlt dafür, für diese Bestellung, und ich werde die Sachen auch behalten. Ich komme jetzt gleich in die Waschmaschine, dann hänge ich sie schön auf und dann freue ich mich daran. Ich habe mich jetzt auch wieder umgezogen. Heute haben sie wieder erzählt, was für schönes Wetter es wird. Ja, die Sonne kam raus, es stimmt. Aber es ist trotzdem kalt. Also bin ja jetzt nicht die ganze Zeit in der Sonne. Ne? Also ich war schon draußen dann, aber wenn man durch die Sonne läuft, ist es okay. Aber sobald man in den Schatten kommt, zittern angesagt. Blöd. Okay, ihr Lieben, es hat geklingelt. Ich muss jetzt sowieso Schluss machen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Hallöchen, guten Morgen. Ich färbe gerade meine Augenbrauen. Das mache ich immer dann, wenn mir auffällt, sie sind so sehr hell geworden, sehr... Ja, die sind dann löchrig. Ich muss dann sehr viel auffüllen mit meinem Augenbrauenstift. Und dann komme ich wieder auf die Idee, sie zu färben. Und ich mache das immer noch mit meinem Syos Augenbrauen-Kit. Ich bin da echt zufrieden mit. Da ist so ein Stäbchen bei, eine kleine Farbtube und so eine Entwicklungsemulsion. Und dann kann man das in dem Schälchen dann auch zurecht rühren und sich auftragen. Ich mache das immer so, wenn ich fertig bin mit dem Auftrag, nehme ich mir so ein Wattestäbchen und ziehe dann nochmal oben und unten das Ganze glatt. So, und dann lasse ich es einwirken. Beim Einwirken nehme ich meine Kamera zur Hand und quatsch mit euch. Nee, das mache ich auch nicht immer, aber dann gucke ich eben in den Spiegel. Ich habe jetzt mit dieser Augenbraue begonnen. Das heißt, die nehme ich dann auch zuerst ab gleich. Und gucke jetzt aber im Spiegel, wie sich das so entwickelt. Also ich habe das immer so ein bisschen im Auge. Ich mache dann auch nichts anderes zwischendurch großartig. Das ist immer so zwischen 3 und 5 Minuten, lasse ich das immer einwirken etwa. Und dann bin ich auch wieder total zufrieden. Ich habe heute auch meine Wimpern gefärbt. Hier ist es in die Hose gegangen. Das ist mir voll ins Auge gegangen. Ich habe das schon gut ausgespült. Aber vielleicht sieht man noch, vielleicht wird es rot. Keine Ahnung. Ich merke auf jeden Fall noch was. Ich muss gleich unbedingt nochmal spülen. Ja, und dann muss ich mich halt nochmal neu eincremen und mich dann schminken. Das mache ich jetzt gleich. So, dann seid ihr jetzt live dabei. Also die eine Seite habe ich mir gerade abgenommen. So sieht das dann aus. Und die andere Seite ist jetzt dran. Ich nehme einfach zusammengefaltetes Toilettenpapier und mache das nass. Und dann lege ich das da drauf und ziehe das nach außen weg. So, dann ist die Farbe hier dran. Jetzt muss ich das falten und nehme wieder eine frische Seite. Gehe dann nochmal drüber und wische dann auch so hin und her, dass ich auch dazwischen komme und die ganze Farbe abgenommen wird. Falte das nochmal und dann creme ich genau die Stelle nochmal ein. Jetzt ist das natürlich direkt nach dem Auftrag so ein bisschen heftig, finde ich. Also das ist dann immer so, hier vorne die Farbe geht wieder ab, wo bei mir keine Härchen wachsen. Da ist jetzt auch Farbe, aber die geht wieder ab. Die ist morgen übermorgen wieder weg. Aber die Härchen, die habe ich tatsächlich richtig gut eingefärbt. Ja, und das war es auch schon. Als kleiner Tipp, falls ihr das zum ersten Mal machen möchtet, ihr könnt euch auch mit einem Bleistift die Form vorzeichnen. Ganz leicht, vorsichtig, ne? So wie ihr die haben wollt. Und dann einfach die Schablone, die ihr euch gemalt habt, so ein bisschen ausfüllen mit der Farbe. Einwirken lassen. Das waren jetzt, glaube ich, 3 Minuten oder 4 Minuten, die ich sie drauf hatte. Und dann wieder abnehmen. Tada! Und so sehe ich dann geschminkt aus.
trage heute übrigens den Brilliant Signature in der Farbe 302 auf den Lippen. Die glänzen immer so schön. Und jetzt mache ich mir die Augenbrauen. Und je mehr man sie färbt, umso weniger hat man zu tun. Das finde ich immer ganz praktisch. Mit dieser feinen Seite, das ist von Urban Decay, der Brow Blade in der Farbe Brown Sugar. Da kann man mit der feinen Seite hier mit diesem Pinsel so Härchen nachzeichnen. Muss ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Also ist irgendwie auch überflüssig. Mache ich aber trotzdem. Sieht dann vielleicht ein bisschen natürlicher noch aus für heute. Und auf der anderen Seite hat er so einen Stift, so einen feinen. Damit kann man sich die Augenbrauen dann ganz gut auffüllen. Muss ich heute eigentlich auch nicht mehr viel machen. Aber das ist eins von den Schätzchen, die ich wiederentdeckt habe. Ich hatte euch ein Video gemacht mit alten Schätzen, neuer Look. So habe ich das genannt. Und da habe ich eben diesen Brow Blade wiederentdeckt von Urban Decay, den ich ganz gut finde. Den mache ich jetzt auf jeden Fall noch leer, weil ich gesagt habe, das ist zu schade, wenn man so teure Produkte, die man mal gekauft hat, dann wirklich in den Schrank legt und vergisst. Und vielleicht geht es euch ja ganz ähnlich. Vielleicht habt ihr ja mehr Make-up zu Hause, als ihr täglich braucht. Wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video schaut und euch für Make-up interessiert, da hat man meistens ein paar mehr Produkte zu Hause. Und dann möchte ich euch den Tipp geben, einfach mal durch eure Kollektion zu schauen, was ihr schon länger nicht mehr in der Hand hattet, was ihr aber vielleicht mal geliebt habt oder noch gar nicht richtig ausprobiert habt und das einfach mal an eurem Schminkplatz zu legen und damit mal so ein bisschen rum zu experimentieren. Ich mache das immer ganz gerne, entdecke dann manchmal alte Schätze neu oder stelle fest, ich mag die wirklich nicht und dann können sie auch weg. Dann kann ich sie auch einer Freundin schenken, je nachdem was es ist, ne? Oder sie dann halt wegschmeißen, wenn sie zu alt sind und ja. So, mehr mache ich heute auch nicht mit meinen Augenbrauen. Ich habe aber heute mal was Neues ausprobiert mit einer Palette, die ich sehr gerne mag. Könnt ihr euch mal angucken. Ich hoffe, ihr könnt es richtig erkennen. Das Licht hier, also hier scheint voll die Sonne rein. Ich habe auf jeden Fall die 1991 Palette von BH Cosmetics verwendet, zusammen mit Alicia Marie. Und ich habe aber heute keinen ausgefallenen Look geschminkt, so wie vor kurzem noch. Das mache ich dann mit den oberen Farben. Die sind ein bisschen bunter und die sind so irisierend und teilweise sind die auch zweifarbig, die kommen dann ganz anders raus, als man sie hier sieht. Diesmal habe ich mich hier in dem unteren Bereich aufgehalten und zwar nur die ersten vier Farben verwendet. Einmal den hellen Ton als Basis, dann diesen Ton hier, wie heißt der? Echoes zum Ausblenden. Dann bin ich mit dem dunklen Bad Liar hier so ein bisschen außen hingegangen, habe das so ein bisschen verstärkt. Und dann habe ich diesen Ton Karma, das ist so ein schönes Senfgelb. Das habe ich mir heute auf das bewegliche Lid gegeben. Und ich finde es eigentlich ganz hübsch, wenn ich ehrlich bin. Gefällt mir wirklich gut, der Look. Habe ich so noch nicht getragen. Und eine alte, wiederentdeckte Foundation habe ich aufgetragen. Die Hourglass Vanish Foundation. Das ist so eine Stick Foundation. Die habe ich mir auch mal für einen Golden Tan, habe ich die. Die habe ich mir auch mal für teuer Geld gekauft. Und das ist voll praktisch. Ich habe jetzt zwei Striche hier hingemacht und habe das mit so einem Foundation-Pinsel eingearbeitet, dann habe ich auf der Stirn einen Strich gemacht, eingearbeitet, hier zwei Striche und dann einen noch auf der Nase und einen um den Kinn und so ein bisschen an den Hals runter. Bums. Die sitzt wirklich gut. Also die sitzt jetzt noch besser auf der Haut als damals, als ich sie gekauft hatte. Liegt vielleicht daran, dass sich meine Haut jetzt auch gerade irgendwie verändert, aber ich bin zufrieden. Also werde ich sie jetzt auch wieder öfter rausholen und öfter verwenden. Ich kann heute nicht so lange mit euch quatschen. Ich muss jetzt gleich meinen Sohn wieder von der Schule abholen. Der ist nämlich heute für 3 Stunden in der Schule. Und vorher muss ich noch ein bisschen was erledigen. Das heißt, ich muss noch ein bisschen ins Büro, muss da noch was schaffen und habe jetzt ungefähr noch 1,5 Stunden Zeit. Ja, also ich habe die Zeit jetzt genutzt für meine Pflege, Augenbrauen und Wimpern gefärbt, habe mich fertig gemacht, mit euch ein bisschen geplaudert und jetzt geht's an die Arbeit. Ist leider so. So, dann seht ihr mich auch mal im Tageslicht. Aber ich dachte, das Make-up sieht man so besser und vor allen Dingen auch die Lippenfarbe. Die sieht nämlich echt schön aus und ich habe die jetzt schon 3-4 Stunden drauf, seit ich das letzte Mal in die Kamera gequatscht habe. Ja, wollte ich euch mal eben zeigen. Wie sehe ich eigentlich aus? Hallöchen, meine Lieben. Das war ein ganz, ganz, ganz schönes Wochenende für mich. Meine Mama war nämlich bei uns zu Hause. Es war jetzt Muttertag und es ist jetzt auch wieder erlaubt. Und also zumindest innerhalb der Familie. Und wir haben nur draußen im Garten gesessen. Gestern, also wir haben gegrillt. Gestern war nicht ganz so tolles Wetter, aber wir haben trotzdem gegrillt und sind draußen geblieben. Und meine Schwiegermutter war auch da. Und das war so richtig, richtig schön. Und davon zehre ich noch heute. Ja, ich wollte euch kurz sagen, dass ich heute bei Lidl war. Da habe ich nämlich gestern die Prospekte gelesen und habe gesehen, was sie da ja im Angebot haben. Ich habe mir einfach eine Capri, eine schwarze Capri noch gekauft. Die ist jetzt allerdings schon in der Wäsche. Und dann haben die so
wie so Nylon-Radlerhosen, die so bis übers Knie gehen. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Also einmal in Hautfarben und einmal in Schwarz. Und die kostet nur 1,99 € und dafür bin ich dahin gegangen, um die zu kaufen. Alle Frauen mit etwas kräftigeren Beinen wissen jetzt, glaube ich, wovon ich rede, wenn ich sage, ich habe die damals im Internet bestellt und ich trage die sehr gerne, weil die eben so dünn sind, die sind ja aus Nylon, wie so eine Strumpfhose, trage ich die gerne unter Kleidern, unter Maxi-Kleidern, auch unter kürzeren Kleidern, einfach um meine Oberschenkel zu schützen. Ne? Also, dass die nicht aneinander reiben, dann kriege ich da manchmal so rote Pöckchen, gerade im Sommer, ist das manchmal sehr unangenehm. Und deswegen habe ich die gekauft. Die sind von Esmara, so heißt diese Marke da bei Lidl. Und ja, für 1,99 € fand das so unschlagbar. Da habe ich mir jetzt nochmal eine helle, also eine hautfarbene und eine schwarze mitgenommen. Und meiner Mama habe ich auch direkt eine mitgebracht. Die wollte die nämlich auch mal ausprobieren. Unter Kleidern, weil sie da auch immer so Probleme mit hat. Und weil ich dann einmal bei Lidl war, habe ich gedacht, guckst du mal, was die sonst noch so haben. Ich war eh im Laden und da hatten sie im Angebot einen neuen Bügelbezug. Den brauchte ich. Mein alter war so oll. Also erstmal gefiel mir die Farbe nicht mehr, dann waren da schon Flecken drauf. Und das war einfach nicht mehr schön. Und ich habe schon länger nach einem neuen gesucht. Und dort gab es die jetzt für, ich glaube, 3,99 €. Und da habe ich mir jetzt einen fliederfarbenen ausgesucht. Der ist auch schon drauf. Also es war ein bisschen kompliziert, ihn drauf zu machen. Da ist eben so ein Seil drumherum gespannt. Man muss es dann stramm ziehen. Es sieht noch ein bisschen unordentlich aus und nicht richtig befestigt. Aber fester bekomme ich das nicht. Und dieser Fliederton gefällt mir sehr gut. Das Bügeleisen habe ich gerade schon angeworfen. Ich werde da jetzt nochmal drüber bügeln, damit das auch schön glatt aussieht. Weil ich das Bügelbrett auch sehr gerne nutze, um da Sachen draufzulegen, wenn ich mich schminke. Also wenn ich im Tageslicht sitze, hier vor dem Fenster und dann schon mal eine Aufnahme mache oder auch mit dem Handy meine Stories bei Instagram. Falls ihr mir dann auch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Ich schreibe euch mal den Namen hier oben hin. Mamako Beauty heiße ich da auch. Und für Stories und so. Also da stelle ich immer vieles drauf ab. Deswegen ist das Bügelbrett meistens aufgeklappt und steht hier, so wie es steht. Und da war mir das echt immer so ein Dorn im Auge, irgendwie so ein oller Schandfleck, sag ich mal, im Raum mit diesem alten Bügelbezug. Den habe ich auch noch mitgenommen und meine Schuhe sind angekommen. Die zeige ich euch jetzt. Ich hatte euch ja schon davon erzählt. Und zwar war ich ja so ein bisschen im, ich sag mal, Kaufrausch. Ich habe mir neue Sandaletten gekauft. Ich bin ein großer Fan von Sandaletten. Also die sind flach, die sind aus echtem Leder und die haben eben hier oben so Lochnieten drin. Ich habe die jetzt schon ein bisschen getragen. Im Haus erstmal eingelaufen, im Haus, das mache ich immer so mit Schuhen. Und heute hatte ich sie auch zum Einkaufen an und die sehen echt schön aus. Zu Jeans sehen die gut aus. Ob die zu einem Kleid passen, ich denke eher nicht. Also ich denke schon eher zur Hose. Mega bequem und eine meiner Lieblingsmarken, AS98, die sind allerdings auch immer sehr teuer. Die haben aber auch ein sehr gutes, weiches, angenehmes Leder. Ich habe die jetzt bei Mirapodo gekauft mit 20% Gutschein. Den hatte ich mal zugeschickt bekommen bei Mirapodo, weil ich mir da mal, ich glaube Turnschuhe hatte ich mir da mal bestellt. Und dann schicken die schon mal so Angebote raus. Und dann ist man ja immer so ein bisschen... Ja, der Gutschein ging jetzt nur noch bis zum, keine Ahnung, bis Ende Mai oder so oder bis zum 20. Mai. Und da hatte ich das schon immer so im Hinterkopf und habe gedacht, Mensch, da musst du aber echt mal gucken. Und dann hatte ich mich so in diese Stiefelchen verliebt und habe mir die gekauft. Das, was ich euch noch nicht zeigen kann, ist meine Bestellung von Heine. Die ist immer noch nicht angekommen. Ich warte jetzt schon, glaube ich, eine Woche drauf. Finde ich ein bisschen doof. Waren auch nur zwei Teile, eine schöne Culotte-Hose und ein sehr schönes, langärmeliges Oberteil. Für solche Tage, ne? Wenn es dann plötzlich mal wieder kühl wird, habe ich gedacht, kannst ja nicht immer einen Rolli anziehen, so wie heute. Da habe ich mir so ein schwarzes Oberteil bestellt mit sehr interessanten Ärmeln. Da kann man nämlich so teilweise durchgucken. Aber wie gesagt, ich warte noch drauf. Wenn das noch ankommt, bevor dieses Video online geht, blende ich euch die auf jeden Fall ein, die Sachen, oder habe sie euch jetzt schon eingeblendet, dass ihr euch sie anschauen könnt. Und dann werde ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt nichts mehr dazu sagen kann, auch in die Infobox schreiben, wie mir die Sachen gefallen und ob ich sie behalten werde. Das interessiert ja immer viele. Dann mache ich mir jetzt mal ans Bügeln. So, jetzt sieht es ein bisschen hübscher aus. Ich habe noch nicht alle Falten da jetzt rausbekommen. Seht ihr ja. Aber es ist auf jeden Fall viel ordentlicher und ich finde die Farbe so schön frisch. Das sieht eben einfach so nach Frühling aus. Jetzt mit dem Flieder. Ich finde es halt schön. Ich freue mich über so Kleinigkeiten. Und ich denke, dass es bei jedem Bügeln einfach noch ein bisschen besser sich anpasst und ein bisschen glatter wird. Und dann ist das auch in Ordnung. Soll ja keinen Schönheitspreis gewinnen, soll ja funktionell sein.
Aber ich finde Flieder schöner als das alte, was da vorher drauf war. Ach Mensch, das Allerbeste habe ich euch überhaupt nicht gezeigt. Entschuldigung. Ich habe mir auch noch dieses Teil hier mitgenommen. Das ist ein Steamer, ein Dampfer. Ich habe den schon ausprobiert in der Küche vorhin, ob der funktioniert. Da kommt hier unten, da ist hier so ein Behälter drin. Den kann man rausnehmen und mit Wasser füllen. Und dann muss der einrasten und dann kann man, ihr kennt das wahrscheinlich alles, ne? Und dann kann man halt hier nachher draufdrücken und dann kommt hier vorne heißer Wasserdampf raus. Und wenn ich manchmal so ein T-Shirt rausnehme, was noch ein bisschen verknubbelt ist, weil es im Schrank lag, dann kann man da einfach mal so drüber gehen. Also alle Sachen, die auf dem Bügel hängen oder Hemden nochmal nachdampfen, dann wird das alles schön glatt. Ich habe sowas noch nie besessen. Ich wollte es aber immer mal gerne haben und bei Lidl gab es das jetzt für 20 Euro. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Das wollte ich gern haben. Und das ist auch noch neu. Und irgendwie stehe ich im Moment auf Mint, weil meine Handyhülle ist auch im Moment Mint. Weiß auch nicht. Der Frühling kommt, man merkt's, ne? So wirklich über Make-up ist es ja jetzt nicht gegangen. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch nochmal ganz kurz was. Ich muss meine Meinung zu dieser Mascara... Hallo? So. Zu dieser Mascara so ein bisschen revidieren. Ganz so scheiße, wie ich die... abgeurteilt habe, ist sie nicht. Die ist von Kat Von D, heißt Go Big or Go Home und die war in einer My Little Box und da habe ich sie aufgemacht und habe gesagt, das Bürstchen ist nicht meins, ich teste sie mal. Dann habe ich sie getestet. So sieht das Bürstchen aus und ich trage sie heute. Und so schlecht ist sie nicht. Die trennt, die ist buschig, aber was mir an ihr nicht gefällt ist, dass ich so ungefähr 20 Schichten brauche, um dieses Ergebnis hierher zu zaubern. Da kenne ich viele andere Mascaras, die das wesentlich besser machen. Ich wollte sie nur nicht verkommen lassen. Deswegen habe ich sie hingelegt und verwende sie jetzt ab und zu. Ich kann sie vielleicht noch einmal auftragen mit viel Mühe und 5 Minuten Zeit. Und danach kommt sie weg. Wollte ich euch nur sagen. Hat vielleicht den einen oder anderen dann doch interessiert. So, ihr Lieben, ich beende jetzt mal diesen Vlog. Ich habe gerade für Instagram so ein kleines lustiges Video gedreht. Ich weiß noch nicht genau, wie das wird. Es soll lustig werden und so ein kurzes, schnelles Ding werden mit Outfit, Make-up, Haare. Mal gucken, vielleicht kann ich euch das einspielen, wenn es dann fertig ist. Wenn es nichts geworden ist, lösche ich das wieder. Ich drehe euch mal kurz um. Da bin ich wieder. Ich habe heute kein Stativ, ich halte die Kamera in der Hand, deswegen ist es vielleicht ein bisschen wackelig jetzt. Ich hoffe, dieser kleine Vlog hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mir gerne, wenn es euch gefallen hat, nicht nur einen Daumen nach oben da lassen, sondern schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euch vielleicht noch interessieren würde. Soll ich euch mitnehmen, wenn ich dann das erste Mal wieder zum Friseur gehe? Das kann allerdings noch ein bisschen dauern. Oder soll ich euch auch mal mit rausnehmen auf einen Spaziergang, wenn ich mit dem Hund gehe? Und welche Fragen interessieren euch? Das könnt ihr mich mal wissen lassen. Dann habe ich vielleicht was an der Hand, was ich beim nächsten Mal in den Vlog mit reinpacken kann. Das würde mich natürlich dann auch freuen. Und dann habt ihr vielleicht auch ein paar Fragen beantwortet, die ihr an mich habt. Und ich sage jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Jetzt kommt gerade die Sonne raus, passend zum Moment. Yay! Und ja, lasst die Sonne auch in euren Herzen scheinen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!